man spielt Fußball in so einer großen Blase, offiziell genannt Bumpers, aber eher bekannt unter Bubble, deswegen auch Bubble Soccer. Der Spaßfaktor liegt daran, dass man sich quasi gegenseitig umbumpen kann, so nennt man das. Und es kann eigentlich jeder spielen. Ich hätte gedacht, es geht eigentlich so ganz easy, aber ja, da kann man doch mal ordentlich einen abkriegen. Den Ball zu schießen, das ist schwierig. Das rauskommt. Ja, und das wieder rauskommen aus dem Ball ist schwierig. Ich würde sagen, man muss halt aufpassen, dass Männer und Frauen vielleicht ein bisschen aufeinander Acht geben. Das ist, glaube ich, das Einzige. Ansonsten kann eigentlich, glaube ich, nichts passieren. Da ist, glaube ich, normaler Fußball noch gefährlicher. Kann man sehen, wie man will. Das ist halt 1,5 Stunden Platzmiete, wobei es nur 45 Minuten Spielzeit sind, aufgrund der Gegebenheiten hier. Und man kann mit 8, 16, 24 oder mehr spielen. Und diese Spielzeit kostet 300 €.